Sicherheit ist in allen Bereichen der Transportwirtschaft derzeit das Gebot der Stunde. Und eine Mundschutzmaske neben Desinfektionsmitteln und einem ausreichenden Sicherheitsabstand die beste Voraussetzung, eine Infektion oder die Übertragung zu verhindern. Während nahezu alle Bereiche der weltweiten Automobil- und Nutzfahrzeugproduktion als Folge der Corona-Krise derzeit ruhen, hat es die Firma Schmitz Cargobull geschafft, den Betrieb in allen europäischen Werken aufrechtzuerhalten. Hier am Standort im münsterländischen Frieden arbeiten rund 1.800 Mitarbeiter. Nicht nur Kofferfahrzeuge und Tiefkühler werden hier hergestellt, sondern auch Komponenten für die anderen Werke. Die Entscheidung, tatsächlich aber weiterzuarbeiten, hat sich Schmitz Cargobull nicht einfach gemacht. Sie müssen verstehen, Schmitz Cargobull ist ein essentieller Part der Logistikkette, insbesondere hier in Frieden, wo die Kühlfahrzeuge hergestellt werden, die ja auch zur Lebensmittelversorgung wichtig sind. Wir haben hier einen Marktanteil von 50% in Europa und damit können Sie sich vorstellen, jede zweite Erdbeere, jeder zweite Salatkopf, ja auch jeder zweite Impfstoff wird durch einen Schmitz Cargobull Trailer transportiert und dementsprechend sehen wir uns schon als einen wichtigen Teil, um diese Lieferkette zur menschlichen Versorgung aufrechtzuerhalten. Gleich zu Beginn der Corona-Krise wurde bei Schmitz Cargobull eine spezielle Taskforce-Gruppe eingerichtet, in der neben der Geschäftsführung auch die Werksleitung und der Betriebsrat fest integriert sind. Oberste Priorität hatte neben der Gesundheit der Mitarbeiter vor allem die Aufrechterhaltung der Produktion und die Einhaltung von zugesagten Lieferterminen. Werksfremde haben bis zum heutigen Tag keinen Zutritt in die Produktionsstätten. Viele unserer Bilder sind deshalb Archivaufnahmen und aus Sicherheitsgründen mit einer Drohne gedreht. Grundsätzlich fährt das Unternehmen auf Sicht, entscheidet also tagesaktuell und hat dabei alle betrieblichen Abläufe fest in diese extreme Ausnahmesituation integriert. Wir haben viele Schutzmaßnahmen getroffen, um auf die Covid-19-Bedrohung zu reagieren. Wir haben Schichten getrennt, wir haben feste Teams-Zuordnungen, wo wir nicht rotieren, wie wir es sonst gewohnt sind. Wir haben Schutzmaßnahmen ausgegeben, wie Masken, wir visualisieren Abstände am Boden. Also wir versuchen auch viel aus dem täglichen Leben, was wir in Supermärkten sehen, in unsere Produktion zu übertragen und den maximal möglichen Schutz unseren Mitarbeitern zu geben. Am Ende steht ein beispielhafter Schulterschluss zwischen allen Beteiligten, mit dessen Hilfe selbst in der Corona-Krise dringend benötigte Auflieger hergestellt werden können und auch die Produktion aufrechterhalten werden kann. Dass das überhaupt möglich ist, ist der Umsichtigkeit und den Schutzmechanismen in sämtlichen Unternehmensbereichen zu verdanken. Selbst wer in diesen Tagen bei Schmitz Cargobull einen Auflieger abholt, wird mit den geltenden Sicherheitsauflagen vertraut gemacht, die auf dem gesamten Firmenareal gelten. Nicht einmal die Hygienevorsorge für Betriebsfremde kommt dabei zu kurz. Darüber hinaus schweißt die weltweite Krise aber auch zusammen und ist ein Gewinn für das betriebliche Miteinander. Am Ende des Tages ist es so, dass wir merken, die Leute ziehen mit. Also auch die angeregten Maßnahmen werden umgesetzt, werden von den Kolleginnen und Kollegen wirklich ernst genommen. Und da ist uns der Zusammenhalt auch wirklich wichtig. Und ich denke, da können wir auch ein Stück stolz drauf sein, wie wir hier zusammenarbeiten, zusammenhalten und die Situation auch meistern.